Willkommen zu einem neuen Screencast. Diesmal geht es um Excel, die bedingte Formatierung in Zusammenspiel mit dem Office Design. Ich habe hier eine Datei in Excel 2016, die ich schon mal verwendet habe, um die Zellformatvorlagen zu zeigen. Und nun soll es in einem anderen Abschnitt um die bedingte Formatierung gehen. Excel bietet schon immer die bedingte Formatierung mit den Möglichkeiten, Zahlen hervorzuheben, die größer oder kleiner einem bestimmten Wert sind, Zellen hervorzuheben, wo ein bestimmter Textinhalt vorhanden ist und so weiter. Jetzt im Moment soll es allerdings um andere Punkte gehen, nämlich die Datenbalken, eingeführt mit Office 2007. Und dort habe ich die Möglichkeit, Zellen mit eben farbigen Datenbalken zu versehen, abhängig von den Werten der jeweiligen Zellen. Diese Datenbalken gibt es in unterschiedlichen Formen. Ich habe die Möglichkeit, Farbverläufe zu verwenden in verschiedenen Varianten, oder ich kann vollflächig die Farbe als Datenbalken benutzen. Hier jetzt einmal vorbereitet mit den standardmäßig zur Verfügung stehenden Farben. Ein Problem, was es jetzt mit den Datenbalken gibt, ist direkt augenscheinlich. Die Datenbalken, die beziehen ihren Maximalausschlag aus dem höchsten Wert in der jeweiligen Spalte. Das heißt, dass die großen Zahlen, die hohen Zahlen meistens komplett von der farbigen Fläche überdeckt sind und der Kontrast ist häufig nicht so günstig. Ein anderes Problem ist, dass diese Datenbalken von den Farben nicht gebunden sind an das Office Design. Das heißt, wenn ich jetzt hier andere Office Design Variationen wähle, dann sehe ich, dass die Überschriften sich anpassen an die entsprechenden Farbspektren des Office Designs, die Datenbalken aber davon völlig unbeeindruckt sind. Das möchte ich beides jetzt gerne ändern und habe dafür auch nochmal eine andere Datei vorbereitet. Vorbereitet habe ich hier schon einen Bereich mit Zufallszahlen, die sich automatisch generieren über eine untere und eine obere Zahl. Das kann jeweils mit der Taste F9 aktualisiert werden. Und in diesem Bereich möchte ich jetzt gerne auch wieder eine bedingte Formatierung anlegen mit Datenbalken. Die soll sich aber sowohl in der Farbe an dem Office Design orientieren, als auch nur bis zur Hälfte ungefähr reichen, wenn ich hier die Daten verändere, damit nicht der Datenbalken farblich hinter dem Text liegt. Ich markiere wieder meinen Bereich mit den Daten, gehe auf bedingte Formatierung und habe hier die Möglichkeit, die Regeln zu verwalten. Die Regeln, die mir jetzt angeboten werden, sind die der markierten Zellen. Ich könnte aber auch mir alle Regeln des kompletten Arbeitsblattes anzeigen lassen. Ich möchte aber jetzt natürlich nur die Regel sehen, erstmal, die hier in dem markierten Zellbereich ist. Ich gehe jetzt auf das Bearbeiten der Regel und habe hier die Möglichkeit, die einfarbige Füllung anzupassen. Ich kann anstatt einer Standardfarbe eben aus meinen Akzentfarben des Office Designs wählen. Ich wähle hier mal Akzent 1, zufälligerweise jetzt auch blau. Und zum anderen möchte ich gerne den Maximalwert anpassen. Der Maximalwert wird hier automatisch definiert, das heißt, aus der Spalte wird geschaut, welches ist der höchste Wert und das ist dann auch der maximale Ausschlag. Und dort gibt es auch andere Möglichkeiten, unter anderem eine Formel zu verwenden. Hier könnte ich jetzt entweder direkt eine Formel oder eben Bezug auf eine Zelle, wo eine Formel enthalten ist, bestimmen. Und in dieser Zelle wird automatisch immer der Maximalwert aus der Spalte angezeigt und den multipliziere ich jetzt noch mit 2 mal 2 und dann habe ich als Vollausschlag immer den doppelten Wert des höchsten Werts, der hier in der Spalte vorhanden ist. Das kann ich mit OK bestätigen, muss das nochmal mit OK bestätigen und habe jetzt die Möglichkeit mit der Taste F9 mir auch immer wieder neue Zahlen zu holen.
Und es wird dann immer geschaut, welcher Wert ist vorhanden, mal 2 genommen als Maximalwert. Und damit bekomme ich dann den Ausschlag auch immer nur bis maximal zur Hälfte der Zellbreite, der Spaltenbreite. Schauen wir uns jetzt noch das Office Design an. Die Möglichkeiten, die Designfarben oder auch das komplette Office Design zu ändern, wirkt sich jetzt auch auf die Datenbalken aus. Ich bekomme immer angepasst zu meinen Designfarben auch hier die Datenbalken korrekt umgewandelt, korrekt in dem gewünschten Farbspektrum angezeigt. Diese Grundprinzipien der bedingten Formatierung stehen mir auch für andere Regeln zur Verfügung. Egal, ob ich jetzt Datenbalken verwende oder Farbskalen mit Einschränkungen, Symbolsätze. Es geht immer darum, diese Regeln zu erstellen und anschließend über Regeln verwalten, die Möglichkeit, diese zu bearbeiten und dann weitere Einstellungen vorzunehmen. Vielen Dank. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Weitere Angebote rund um die Themen Gestaltung, Design mit Microsoft Office-Produkten finden Sie auf unserer Website, dem Blog, den sozialen Netzwerken und natürlich auf den YouTube-Kanälen von DFETV bzw. Com2Publish. Wir unterstützen Sie auch gerne mit Schulungen und Workshops, Dienstleistungen, Support und stehen auch für Ihre Fragen zur Verfügung.